habe mir vor ein paar Tagen ein schönes Stück Akazienholz besorgt und heute schnitze ich einen Löffel.
Nein, nicht am Messer, am Holz. Am Holz gestochen. Hier. In dieser kleinen pieksigen Spitze. Unglaublich. Ist mir noch nie passiert. Sonst immer nur mit einem Messer. Ich wollte euch einfach noch mal kurz zeigen, wo ich hier überhaupt bin. Wo ich hier gerade diesen schönen Löffel schnitze. So langsam entwickelt sich ein kleiner Löffel da draus. So ein größerer Kochlöffel. Bin hier mitten in den Pyrenäen in Spanien. Das Rauschen, was man im Hintergrund hört, das ist der Fluss und der Wasserfall. Und ein bisschen das Rauschen der Bäume. Also, ist ja sehr gemütlich hier. Hier lässt es sich sehr gemütlich schnitzen. Es hat in letzter Zeit sehr gelitten. War ja noch in Nordspanien am Meer. Ein paar meiner Holzlöffel, die haben angefangen zu schimmeln.
obwohl die trocken waren, die hingen einfach nur am Zelt und auch die Messer. Meine Schnitzmesser, alles hat angefangen irgendwie zu rosten. Das war noch nie vorher. Erst seit ich am Meer war, wo ich die teilweise gar nicht alle benutzt habe und aber alle irgendwie ein bisschen angerostet. Hier, das auch. Da sind auch ein paar Punkte dran. Das Ding auch. Da überall. Meine Angelrolle quietscht und ein Haufen Sachen sind, wie gesagt, komisch, feucht und verschimmelt. Und jetzt sind wir wieder in den Pyrenäen und hier ist es wesentlich besser. Hier ist das Klima. Entweder ist es trocken oder es ist nass. Aber so ein komischer, so ein Gemisch gibt es hier nicht. Dass es trocken ist, die Sonne scheint, aber das T-Shirt ist trotzdem nass. Ganz komisch da. Ich schnitze den Löffel übrigens einfach so ohne Anzeichnen, aus Fantasie und wie er halt so entsteht. Ich möchte damit bezwecken, dass irgendwie ein neuer Löffel entsteht. Nicht irgendwas, was jemand anders schon mal geschnitzt hat oder was irgendwie einfach nachgeschnitzt ist, sondern einfach irgendwie einen Löffel schnitzen. Ich weiß nicht, wie der dann aussehen wird, wenn er fertig ist. So eine grobe Vorstellung. Und ungefähr so wird er dann wahrscheinlich. Kann auch sein, dass es nichts wird, dass er kaputt geht oder dass er total komisch aussieht. Aber möchte nichts nachschnitzen, was irgendwie nach Vorlage ist. Will einfach schnitzen und gucken, was draus wird. Das ist so der Plan hinter den verschiedenen Sachen, die ich bis jetzt geschnitzt habe. Ich habe noch eine Kelle, die ich zurzeit schnitze, aber die wird noch lange dauern. Und noch ein paar andere Sachen.
Meine Löffel haben immer automatisch vorne einen Piekser. Damit man sich in den Mund pieksen kann. Nein, eigentlich ist es noch dran, damit man es hier besser halten kann. Damit man noch ein bisschen besser schnitzen kann. Aber es ist schön spitz. Es ist eigentlich sehr schönes Holz, Akazienholz. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich Akazienholz verwende zum Schnitzen. Ich habe immer Ahorn verwendet oder Linde oder Eberesche, also Vogelbeere. Wobei mir Vogelbeere doch sehr gefallen hat. Und Akazie ist aber, also ist wirklich schön. Ist etwas hart, aber es geht noch, ist nicht zu hart. Und da bekommt man eine richtig schöne Maserung am Ende. Da sind so richtig schöne verschiedene Schichten drin. Und am Ende des Videos werden wir das auch sehen, wenn ich das dann mit Leinöl mache. Also wenn ich den Löffel dann mit Leinöl einreibe, dann sehen wir die Maserung, wie die so rauskommt. Darauf freue ich mich schon.